euch einen schönen Tag. Ich mache mein neuer Landschaft Simulator Classic Hagstedt Map. Ich hoffe, es gefällt euch. Gefällt einen Daumen hoch und ein paar nette Kommentare dazu. Dominik, das hallo da. Dominik, ich habe mir gerade auf und habe das Classic Mod eingeschalten. Classic Mod, okay, dann muss ich jetzt schnell was holen, dann tue ich das Classic Mod einer schnell erfüllen, wenn es schnell wird. Ja, sicher. Ich tue nimmst da jetzt auf? Ich höre ihn jetzt gerade auf. Achso, okay. Ja, wie gesagt, jetzt fange ich dann zum dritten Mal mein erstes Video an, weil ich einmal auf die falsche Taste gedrückt habe und das zweite Mal habe ich den Speichern angegeben. Also kann ich jetzt mein erstes Video wieder machen. Ein Ding. Ja, also ich bin in 2 Minuten wieder da. Jo, ich hoffe, bei mir passt das jetzt mit meinem Ton, weil unser erstes Play ist leider der Ton so leise gewesen. Ja, ich war zu laut und du warst zu leise. Ja, ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Keine Ahnung. Müsst mal schauen nachher. Ich habe mein Mikro zu nah am Mund gehabt, deswegen jetzt habe ich es weiter weg. Ich habe ein Headset auf. Ich auch. Ich habe das Mikro vom Headset zu nah dran gehabt. Ja, ich habe es auch nah dran. 2 Zentimeter. Ich habe es direkt am Mund gehabt. Du hast da reingelollt so. Nein, ich hole es schnell weiter. Ja, kein Ding. Oh Gott. Schauen, was wir da jetzt haben. Ich habe das Classic ja aktiviert. Was wir eigentlich da kriegen bei den Classic. Ich hätte gedacht, da gibt es vielleicht so richtig uralte Fahrzeuge gegeben. Mit einem Zylinder und 2 Liter Hubraum oder so, aber. 2 Zylinder meinst du? Nein, ich kenne einen Traktor in Stubbertal drin, der wird noch gezündet, also mit der Patrone vorne. Und mit der Patrone. Ja, und da 2 Liter Hubraum. Das ist ein uralter. Ja, ja, das ist ein richtig uralter. Wenn ich mal da hinkomme, dann mach ich ein Foto und schicke ich dir mal ein Foto. Machen wir. Ah, da gibt es schon wirklich schöne alte Traktoren auch. Sehe ich gerade. Mhm. Aber die gehen über mein Vermögen. Ja, also müssen wir erstmal ein bisschen Geld verdienen. Ich hab mein Map schon offen, da mal die bloß rein. Ich hab ja international offen. Okay. Schau ich jetzt mal gerne noch. Wie war's denn? Da YouTube-Aufnahme. Classic. Geilen Miststreuer gibt's auch einen alten Holzgüllefass. Ah, unser altes Holzgüllefass. YouTube-Aufnahme, Classic. Dann ES-Limiter. Okay. Ja, den habe ich eingeschalten, weil den braucht man. Okay. Als Taskmanager machen wir das. Schauen, dass wir das hier. Wollen. Auch dein Traktor kannst du hin. Macht denn der da hin? 2 Traktoren da. Vielleicht kann man was mal zu viel hat verkaufen. Ich weiß jetzt, warum in der Originalmap so viele alte Traktoren dabei sind. Ich glaube Deko. Ja. Egal. Ich muss jetzt mal dünnen und das Feld dünnen. Wenn mach wir das entfleischen können. Mal schauen, Modhorst da uns ein paar schöne alte Traktoren mal runterladen.
Und so ein uralter Drescher, also ein richtig alter. Warte mal, das Klassiker der Landwirtschaft. War das ein Mod vom Landwirtschafts... Ja, auf der Originalseite. Echt, bei mir zuckst du nicht, du. Da war ich ganz normal gegangen bin. Nein, nein, du musst auf die Originalseite gehen. Gehst du bei Mods hinzufügen auf der Seite, kommst auf die Seite rauf. Ich schau gerade. Da, Titanium Add-on. Nein, du musst weiter schauen. Da hinten drin ist es. Da, Klassiker. The Farming. Free DLC. Vielleicht finde ich es da drunter. Weißt du was? Scheiß drauf. Lass uns halt nochmal rüber. Free. Müsstest du das haben, normal. Ja, normal. Normal ist relativ. Jawohl, sagt er. Bin gespannt, wann man was von Peter wieder hört. Oh ja. Also wenn das wäre echt mal cool, wenn wir den dann zu uns noch ins LP reinbringen. Alle Fälle. Er ist auch ein guter Spieler. Oh ja. Vor allem er zuverlässiger. Ja. Weil er macht nichts Halbes und nur Ganzes. Also ich glaube, wenn man so sagt, den Peter, den können wir weiterempfehlen bei so Beispielen. Oh, der hat schon auf viele Maps mitgespielt, hat er mir erzählt. Ja, Durch ich habe. Radar das Feld verdünnen. Oha. Will mir auch mal, also was der, jetzt weiß ich nicht seinen Namen, aber du weißt schon, wie mich mein, wo das Logitech G27 oder wie das heißt, gell, das Lenkrad da hat, gell. Also es hat einen schon irgendwie animiert, aber das teure, das ich mir na, kaufen, das ich mir nicht. Also über 200 € dafür ausgeben, nein. Ja. Er hat es ja gebraucht gekauft, hat er ja gesagt. Ein Video. Jetzt fahre ich mal einen Kreis. Das ist eigentlich immer eine gute Idee, kann ich mal schnell auf eBay schauen, ob es da so runtergelandet. Oh, Vielleicht finde ich wirklich so er alte hat es um 100 € hat das gekauft. Das 100 Euro. ja. Die günstigsten so, die gehen ab 150 € neu. Aber er hat das ganz neue da von Logitech da ja, getestet. Habe ich doch mal so ein paar Links geschickt, wo er gespielt hat damit. Ich Bin habe ich jetzt hier. eigentlich immer noch leise oder bin ich lauter als wie gestern? Also vorgestern oder wann das war? Also für mich bist jetzt genauso akut, dass ich meinen Ton runtergeregelt habe. Jetzt warte Ja, mal weil schnell. ich habe bei. Also ich habe jetzt mal aufgedreht, das war jetzt gerade kurz schon laut. Also lauter als gestern. Sehe ich nicht, wo ich gedünnt habe. Ah ja, da hinten. Ich habe jetzt hier ein Lenkrad, ein Drift OC Racing Wheel USB mit PC-Pedalen für 29,90. Wir müssen Arbeitskolleg fragen, der wirst vielleicht noch so ein PC-Lenkrad haben, vielleicht schenkt das mir. Aber ob das kompatibel ist, eine andere Sache. Weil das ist sicherlich schon 10 Jahre alt. Nee, das ist neu, das ist Nein. ein Händler. Nein, nein, ich rede jetzt, also um 29 € darf ich da keins kaufen. Kaufst du Müll. Ich kaufe über eBay kaufe ich nie ein. Also nie ohne meine Eltern, weil einfach das zu unsicher ist. Eigentlich mit PayPal müsste noch mal eigentlich unsicher sein. Also, ich habe da mein erstes Mainboard, wo ich angefangen habe mit dem Computer. War 2008. Davor hatte ich früher Windows 95 und 98 gehabt, aber dann jahrelang keinen Computer gehabt mehr. Da habe ich nur die PlayStation gehabt. Die normale. Die zweite. Ja, erst die normale. Okay. Und dann später mal die Zweier.
Dann habe ich halt wegen, wo es mit MP3 rauskam, habe ich dann einen Computer wollen wieder. Okay. Oh, ich sage ja, für was ein Computer? Jetzt sage ich, für was eine Konsole? Ach je. Ich habe keinen Frontlader. Weißt du, warum ich nicht zu dir nicht reinkomme? Nee. Weil du nicht nur den ES-Limiter hast, den ich habe, sondern du hast den ES-Limiter und Betriebsstundenzähler. Ich habe nur den Mal ES-Limiter. Ach so. Ja, den hast du aber nun mal schon. Hast du dir vor kurzem was Neues runtergeladen? Nein. Dann weiß ich es auch nicht. Müsste ich mal in meinen Ordner reinschauen. In meinen Ordner, dann schicke ich dir jetzt gleich hier was. Skype. Ich habe jetzt hier mal den einen. Jetzt mal schauen. Jetzt meldet er sich. Ja. Ja, mein ES-Limiter Exe-Bast. Hast Ich hab's schon, die schon Datei. gefunden? Warte, du jetzt. Die installiere ich jetzt fest auf meinem PC. Ja, ich hab mir drin von mir. Normal müssten die dann die in der Festplatte auch drin sein. Also, ich muss halt jetzt gleich drin sein, muss jetzt einfach nochmal neu starten, damit er die Dateien übernimmt und dann haben wir es. Dann haben wir nicht mehr das Problem wie vor 2 Monaten, erinnerst du noch? Ja, besser ist, wenn du die ganzen Mods reinhaust auf den Rechner. Richtig, und jetzt mache ich es auch so, wenn ich, egal ob ich bei meiner Mom oder bei meinem Vater bin, egal wann, ich mache immer, nehme ich mir von da die Mods. Und dann automatisch auf den Stick Affe. Ja, zum Glück habe ich das Problem nicht. Ja, du bist ja hier so ein Freak, der aufnimmt. Kein Freak. Ja, unser Manager für die Mods, sagen wir es so. Ah, ich probiere halt viel aus. Also, mir ist gesagt worden, man muss ausprobieren. Ja, wie Aber gesagt, man muss aufpassen, nicht, dass man sich das verhaut. ich sag's dir gleich lieber schon mal voraus, bis zum 3.7. habe ich jetzt nicht mehr so viel Zeit, weil ich am Jo. 3.7. meine letzte Abschlussprüfung schreibe. Ja, das ist schon eh wichtig. Ja. So, jetzt bin ich hier mal auf deiner Map gleich. Dann fange ich mit meiner Aufnahme an, oder? Ja. Ah. Ei, so Eule. Also dann fange ich jetzt an mit 3, 2, 1. Hallo Leute, willkommen zu meinem ersten Video. Landwirtschaftssimulator 2013 spiele ich heute mit dem Franz, der ist heute auch dabei. Sag mal hallo. Hallo. Gut, ja. Ich bin jetzt auf dem Franz seiner Karte gerade. Wir spielen gerade auf dem. Ich kann ja sagen, wo wir spielen, oder? Wir spielen jetzt auf dem internationalen Server gerade. Ja. Wenn wer dazukommen will, ich glaube, das ist für den Franz in Ordnung, oder? Ja, sicher. Gut. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt wahrscheinlich immer ein bisschen wechseln zwischen meinem Server und Franz sein. Ich benutze halt keine Mods und der Franz nimmt halt die Classic-Mod und den ES-Limiter und so her. Betriebsstundenzähler. Aber ich glaube, wir haben nichts dagegen, wenn wer mitspielt. Also, ich zumindest. Was machst du gerade, Franz? Ich häng gerade einen Hänger an beim Traktor.